Hallo, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Margret Madajski. Ich bin Heilpraktikerin und Mitbegründerin von Natura Naturans, Arbeitsgemeinschaft für traditionell abendländische Medizin. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, heute über die Signaturenlehre im Rahmen des Weltkongresses für Ganzheitsmedizin zu erzählen. Denn es geht ja bei diesem Kongress auch um die Medizin der Völker und ein Bestandteil, ein ganz wichtiger Bestandteil einst wie auch heute der Volksmedizin weltweit ist die Signaturenlehre. Und da möchte ich euch einen kleinen Ausflug bieten in die Signaturenlehre mit ein paar Bildern, die ich vorbereitet habe. Hier habe ich zum Beispiel nochmal weitere Organsignaturen zusammengetragen. Das herzförmige Blatt hier zeigt die Analogie zum Herzen, die es gibt beim Rauschpfeffer. Pipermethysticum cava cava ist eine der stärkst angstlösenden Arzneien, die die Natur hervorgebracht hat. Und cava cava lindert vor allem eben das Herzklopfen und Herzrasen, das man hat, wenn man völlig aufgeregt ist. Leider ist der Rauschpfeffer verboten worden, weil er, obwohl es ein traditionelles Mittel ist, weil er angeblich die Leberwerte verändert und so weiter. Aber es ist ein Traditionsmittel, das seit vielen Jahrhunderten in Papua-Neuguinea zum Beispiel jeden Abend als rituelles Getränk genommen wird. Also ein wunderbarer Angstlöser, leider heute nur noch homöopathisch zur Verfügung. Ich habe noch ein paar weitere Signaturen vorbereitet, denn es geht mir darum, einfach nur mal einzuführen in dieses Thema, ein bisschen zu zeigen, dass durchaus diese Analogien heute noch ihre Gültigkeit haben. Es heißt ja, die Signaturenlehre sei eine überholte Arzneilehre, die von außen nach innen schließt, also von Farbe und Form auf die Heilkräfte, die in den Pflanzen sind, und die sei heute nicht mehr ernst zu nehmen. Mit Verlaub, die wissenschaftliche, die Phytotherapie, die rationale Phytotherapie wäre nicht möglich, wenn die Arzneien nicht zuvor intuitiv gefunden worden wären. Und die Signaturenlehre ist ein Bereich, der hineinragt in die intuitive Phytotherapie. Sie ist von allen Völkern zu allen Zeiten gebraucht worden.